Lika Nüssli im Taumel ist die erste Retrospektive von Lika Nüssli. Lika Nüssli, einer der bekanntesten Schweizer Zeichnerinnen, die das gesamte Feld der narrativen Kunst absteckt. Performances, Installationen, die klassische Zeichnung, Comic, Illustration, all das gehört zum künstlerischen Feld dieser experimentierfreudigen Künstlerin. Lika Nüssli ist eine Künstlerin in Bewegung, eine Künstlerin, die stets nach neuen Bildsprachen sucht. Der erste Ausstellungsraum ist ihr aktuelles Werk, großformatige Zeichnungen, großformatige Malereien, die in Belgrad entstanden sind im Jahr 2020. Teils während des Lockdowns, als sie monatelang in ihrer Wohnung bleiben musste, eine Auseinandersetzung mit einer Gesellschaft in Aufbruch, aber auch eine Auseinandersetzung mit sich selbst in einer schwierigen Situation. Lika Nüssli hat eine Ausbildung als Textildesignerin gemacht, bevor sie Illustration in Luzern studiert hat. Als Zeichnerin hat sie begonnen mit Bilderbüchern. Ihr erstes Buch Unterm Bett ein Wunderstein hat auch den Schweizer Bilderbuchpreis, den ersten Preis, bekommen. Das Gestalten von Bilderbüchern war der experimentierfreudigen Künstlerin schnell zu eng. Neben Bilderbüchern hat sie Illustrationen gemacht. Sie hat aber auch regelmäßig für das Kulturmagazin Seiten gearbeitet, einen eigenen Comicstrip veröffentlicht. Im Jahr 2018 hat sie ihre erste große Graphic Novel herausgegeben, eine autofiktionale Geschichte über die Veränderung der Beziehung zu ihrer Mutter, als ihre Mutter an Demenz erkrankt ist und in einem Wohnheim für Demenzkranke gelebt hat. Neben meinen Action d'Or im Außenraum von der Stadt Paris habe ich auch im Atelier gearbeitet. Im Atelier habe ich nach neuen Experimenten geforscht, von Bild und Text. Ich habe versucht, die Grenzen auszuloten von abstrakten Bildern bis dahingehend, sie wieder figürlich werden. Ich habe Text dazu gesetzt und sie zu einer Installation zusammenfließen lassen. Erstmals zeigen wir in der Ausstellung die Originalzeichnungen zu ihrer aktuellen Graphic Novel Starkes Ding. Starkes Ding erzählt die Geschichte ihres Vaters, der als 12-Jähriger von zu Hause als Verdingkind weggegeben worden ist und seine Jugendzeit in einer bedrückenden Umwelt bei einem Bauernpaar auf einem anderen Hof verbracht hat. Mir war es wichtig, die Hand von meinem Vater noch festzuhalten. Ich habe sie mit Silikon abgenommen, und zwar, weil sie so unheimlich groß ist. Ich glaube, dass das wird aussterben in nächster Zeit, weil die Maschinen die Handarbeit ersetzt haben und er schon als Junge eben ganz viel gearbeitet hat, und darum sind die Hände auch so früh schon so groß geworden.